Ja, und dann kommt er mir mit Miss Wack. Und dann habe ich ihm gesagt, also du findest jemanden, der Abu Bakr, der ein Kleinkind bewusstlos geschlagen hat, findest du in Ordnung, schön, gut? Wiederhol das nochmal. Was hast du gesagt? Der ein Kleinkind bewusstlos geschlagen hat, findest Sahih Bukhari, Band 8, Buch 82, Hadith 828. Okay. Erstens ist das ihr eigener Vater. Zweitens, da steht nicht, er schlug mich ohnmächtig, sondern Aisha sagte, aber ich blieb bewegungslos. Das heißt, sie selbst hat sich nicht bewegt, weil sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht wecken wollte. Deine erste Lüge. Deine Bibel sagt, denjenigen, den man nicht züchtigt, ist ein. Also deine eigene Bibel befürwortet es. Also wie Abu Kara sagen würde, Ihr müsst doch so argumentieren, damit man das nicht gegen eure eigene Religion anwenden kann. der Schlag, den der Abu Bakr ihr verpasst hat, sie lag regungslos auf dem Boden. Also der Islamkenntnis liebt so jemanden, der ein Kleinkind. Bin ich der Einzige, der bis jetzt Kind sucht in diesem Hadith? Wo steht das, dass sie ein kleines Kind ist? Auf jeden Fall habe ich dann Lücke gemacht, ne? Kurz. Und danach haben wir direkt, du weißt schon, was rausgeholt und kurz reingeschnitten, ein paar Sekunden und fertig.